Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles in der Definitive Edition. Wir wechseln gerade mal wieder auf Schulk. Wir haben ja versucht, so eine Quest zu machen, wo irgendwie zwei unserer Mädels sich mal ein bisschen besser verstehen müssen. Die werde ich später nochmal angehen. Vielleicht werde ich aber, wenn ich irgendwann mal so einen Haufen Nebenquests habe, mal eine Zeit lang Shada und Melia mit mir kämpfen lassen. Dann können wir das eventuell erledigen. Jetzt wollte ich eigentlich nochmal zurück nach Eretmer, bevor wir uns dem Angriff gegen die Mechons letztendlich anschließen. Die Mechon haben gerade irgendwie zum Großangriff geblasen, nachdem Melia sich hier als neue Herrscherin zu erkennen gegeben hat, beziehungsweise als designierte Thronnachfolgerin des Kaiserthrons. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hier gab es auch noch so eine Quest, die ich nur mit einer Hohenzia annehmen kann. Und das würde ich dann natürlich jetzt auch noch ausnutzen, wo ich Melia gerade wieder dabei habe. Weil wer weiß, wie lange wir sie noch dabei haben. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt, wo gerade die Gelegenheit gibt, machen wir das mal. Auch hier muss ich dann natürlich wieder... ich hätte meine Gruppe eigentlich so lassen können, bevor ich hier hingeportet bin. So. Hallo, Schade. Jetzt habe ich den Falschen angesprochen. Schalen, hallo, bist du nicht eine Hohenzia? Ja, so halb zumindest. Das bin ich, in der Tat. Bitte entschuldige meine dumme Frage. Du bist ein wirklich hübsches Mädchen. Und du scheinst dir von anderen nichts vormachen zu lassen. Hübsch? Was sagt ihr da? Bringt lieber euer Anliegen vor. Oh, du bist aber schüchtern. Nun weißt du über die Aufgabe dieses Leuchtturms Bescheid? Selbstverständlich. Er soll die Monster aus dem Meer von Erit fernhalten. Dadurch werden Angriffe auf Alkamot verhindert. Der Leuchtturm leistet uns Hohenzia große Dienste. Das stimmt. Und es gab in letzter Zeit Probleme mit den Lichtern. Also habe ich Yarak gefragt. Das ist also... Warum seid ihr plötzlich so nervös? Das ist jetzt nicht vom Belang. Die Reparatur des Leuchtturms wird jedenfalls länger dauern. Sollten Monster angreifen, sind wir ihnen schutzlos ausgeliefert. Ich verstehe. Nun, wir könnten hierbleiben und euch beschützen. Zumindest so lange, bis die Reparaturen abgeschlossen sind. Eine großartige Idee. Würdet ihr mir diesen Gefallen wirklich tun? Na klar. Besiege drei Verwesungsdiffler am Leuchtturm. Syrat über dem Eretmeer. Nur nachts. Das kriegen wir doch hin, oder? Tagsüber ist hier alles ruhig. Die Monster kommen nachts. Würdet ihr uns beschützen, sobald es dunkel geworden ist? Bitte, wir sind wirklich auf eure Hilfe angewiesen. Klar machen wir das. Dann setzen wir das auch direkt mal als aktive Quest. Tauschen unsere Gruppe natürlich wieder aus. Und stellen einmal die Uhr weiter. Guti, kann man hier eigentlich runterspringen? Na, wir nehmen lieber mal den Fahrstuhl. So, wen oder was sollen wir jetzt besiegen? Oder ist es doch oben? Es ist, glaube ich, doch oben, ne? Es schickt mich wieder rauf. Zumindest die Spur, die wir hier nehmen können. Oder sehe ich das falsch? Ach so, diese Dinger. Okay. Ja, dann. Wir müssen uns einfach hier hinstellen und die umprügeln. Oder wie? Die stehen hier einfach vorm Fenster. Ich kann gar nichts machen, außer mich hier hinzustellen. Und das irgendwie durch Autoattacken oder sonst was großartig zu Ende zu bringen. Naja. Gott sei Dank ist das Ding 6 Stufen unter uns. Das macht uns also gar nichts. Jetzt könnte ich sogar eine Combo raushauen, aber ich glaube, das spare ich mir jetzt für den nächsten auf. So, das war schon mal 1 von 3. Direkt in diesem Harmonie-Ding, da wollte er sich irgendwie auf jeden Fall nicht angreifen lassen oder ansprechen lassen. So, kann jetzt unser Balken da oben nochmal voll werden? Das wäre irgendwie cool. Aber der wird natürlich bei mir nur voll, wenn ich richtig positionierte Attacken lande. Das ist natürlich nicht allzu oft der Fall, wenn ich nur vor dem Gegner stehen kann.
Ach so. So, dann haben wir jetzt gleich mal unsere roten Skills hier durch. 32.000 Schaden, ja, das kann sich doch sehen lassen. So. Damit hätten wir auch den. Und dann muss hier irgendwo noch ein Dritter rumhängen oder runterkommen. Das sind jetzt natürlich nicht die spannendsten Kämpfe, muss ich sagen. Aber was soll's. Oh, ich kann sogar von der Seite. Oh, aber von hinten wird wohl definitiv nicht gehen. Obwohl, hey, irgendwie haben wir den jetzt so ein bisschen auf die Plattform draufgezogen. Oh, jetzt könnte ich gleich eine Angriffskette machen, aber ich glaube, das lohnt dann jetzt auch nicht mehr. Oh, guck mal, jetzt geht's sogar von hinten. Vielleicht hätten wir die einfach mal anwerfen und hier draufziehen sollen. Das wäre vielleicht noch ein bisschen einfacher gewesen. So, kann ich es jetzt wenigstens als Stulk abgeben oder meckert sie dann auch wieder rum? Ich möchte dem Hochenzia-Mädchen gerne danken. Gestattet ihr mir, mit ihr zu sprechen? Natürlich. So, hier hast du. Wir sind euch allen so dankbar. Mit eurer Hilfe ist es gelungen, den Leuchtturm zu reparieren. Ich wusste sofort, dass wir uns auf euch verlassen können. Schließlich wusstet ihr genau, wie wichtig der Leuchtturm für uns ist. Exzellent, ich bin froh, dass wir euch helfen konnten. Der Leuchtturm strahlt nun wieder mit voller Leuchtkraft. Hoffentlich wird es im Meer von Erith nun wieder etwas sicherer. Habt Dank für eure Hilfe. Kein Thema. Ihr macht viel zu viel Aufhebens um die ganze Sache. Wir taten nur das, was getan werden muss. Ich habe jedoch eine weitere Bitte an euch. Natürlich. Ich ahnte schon sowas. Um was genau geht's? Ihr könntet euch bei Jarak für mich bedanken. Sagt ihr es ihm doch selbst. Es gibt keinen Grund, schüchtern zu sein. Ich kann nicht. Aber wenn du nicht so schüchtern bist, kannst du es ihm doch sagen. Ich? Verleiht euren Gefühlen doch selbst Ausdruck. So etwas kann man nicht für andere übernehmen. Und deshalb lehne ich euer Gesuch auch ab. So. Da hast es. Ich verstehe. Du bist genauso schüchtern wie ich. Nein, ich glaube nicht. Projiziert eure Schüchternheit nicht auf mich. Ich bin nicht schüchtern. Ich bin so etwas nur nicht gewohnt. Ich hoffe, du lernst es bald. Einer geliebten Person ohne Scheu deine Gefühle zu sagen. Ich bin weder scheu noch schüchtern. Na, wenn das so ist, viel Erfolg. Was für ein Dialog. Mission erfüllt. Und ein Nachtleuchtstab. Melias Charakterzug Scheu wurde freigeschaltet. Okay, was? Wie? Was? Melia hat einen vierten Talentbaum. Alle anderen haben nur drei. Wie fies ist das denn? Kriegen die anderen auch noch mehr Talentbäume? Okay, hier habe ich einen weiteren dazu bekommen, mehr EP. Und Entdecken von Reisepunkten bringt mehr EP ein. Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Und sie ist fertig mit Hingabe. Interessant, hä? Warum überhaupt? Sie ist doch, fordert Stärke, fördert physische Abwehr, Ätherkraft. Ja, komm, wir skippen mal auf einen anderen hier. Aber stimmt, die kriegen vielleicht alle noch EP mit, ne? Bei Ryan. Erhöht die maximalen KP, physische Abwehr steigt. So, hier nehmen wir mal Eifer, damit die nicht alle auf dem vollen Talentbaum rumsitzen. So, er ist sowieso dabei und er ist auch noch dabei. Edelmut. Was macht ein Edelmut? Fördert Konterrate, okay, Blockrate und Agi. Warum leuchtet es immer noch rot? Ach so, sie hat hier noch eine neue Talentverknüpfung bekommen. Stärkt empfangene Heilung. Ja, nehmen wir mal mit. Erhöht beim Abbauen die Chance auf seltene Kristalle. Und sie könnte auch noch was damit nehmen. Erhöht die Agilität, ja. Dafür geben wir jetzt keine Kohle aus. Warum ist hier immer noch rot? Weil ich das hier nicht gelesen habe. So, Techniken.
Schana hat neue Techniken bekommen, Reinigungsschrot. Ich glaube, die würde ich sogar benutzen, aber im Moment brauche ich das eher nicht. So. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt die Quest soweit erledigt und können uns jetzt wieder unserem Hauptziel widmen. Aber dafür müssen wir, glaube ich, nach Alkamot zurück. Ja, doch, hier müsste ganz gut sein. Oder müssen wir das? Nee, das Zimmer oben müssen wir gar nicht mehr, ne? Wo ist denn unser Ziel? Ja, auf jeden Fall Mechon-Angriff. Und sie haben uns ein paar fiese Mechons entgegengesandt. Das hat man schon gesehen. Das alte Eisengesicht quasi und noch den alten, den neuen weiblichen Mechon, wo man auch schon mal gesehen hat, wie sie den zusammengebaut haben und wo auch das Eisengesicht gar nicht begeistert von war. Um wo Eisengesicht sogar noch ein bisschen angeben musste und Sprüche drucken musste, wobei ich das Gefühl habe, dass der weibliche Mechon stärker ist als Eisengesicht. Von daher sollte er sich vielleicht mal ein bisschen zurückhalten. Und im Thronsaal würde ich vermuten, gibt es gerade Kriegsrat. Der Kaiser hatte ja auch schon zu den Waffen gegriffen. Dann gucken wir mal, was jetzt abgeht. Für eine Runde. Where is Father? Melia. The Imperial Staff, it's... So Father has gone. I... Kallion! Kallion, was geht hier ab? The Emperor has proceeded to the island alone. For the sake of the Empire. Why did you let him go alone? Father! His Majesty is fully aware. Alvis. Of what will happen to him, and what he must do before then. You saw something. I did, during our ancient divination ritual. If he knows, then why? Because he is the ruler of the Imperial family and all the High Entia. We must respect his decision above all else. But that doesn't mean... Das könnte irgendwie hinhauen. Trust him, Shulk. His fate was decided long ago. No! Shulk, we're going. But Dunban... Respect? Destiny? We don't need rules to tell us when to save the people we care for. You too, Melia. Don't give up on him. Das hatten wir ja schon, als Melia zu ihrer Prüfung aufgebrochen ist. Dunban! There's only one thing to do. Are you with me? Of course. But you can't. We are Homs. Do what you must. But your laws don't concern us. My apologies, Dunban. No apologies needed. So, Melia, what's it to be? We go to Prison Island. Es steuert langsam auf unsere Prophezeiung zu, würde ich sagen. Die ganze Geschichte. Da waren wir ja anscheinend auch auf Prison Island, haben gegen die Mechons gekämpft und auf einmal wurde die wahre Macht des Monados entfesselt. Wir haben auch den Kaiser da gesehen. Ja, wir werden sehen, ja. Wo das letztendlich hinführt. Warum? Achso, ich sollte auch mal den Fahrstuhl nehmen, ne? So, wohin laufen wir hier eigentlich? Eritmer. Was heißt das, wenn das alles rot ist? Oh, die Schnellreise ist nicht möglich. Das heißt wahrscheinlich, wenn alles rot ist. Na gut, dann gehen wir zu Fuß. Ja, draußen geht wahrscheinlich der Punk ab, würde ich vermuten. Es herrscht Krieg zwischen... Hochentia und Mechons. Und in diesen Krieg, denke ich mal, werden wir uns jetzt auch einmischen. Und dann bin ich echt gespannt, was dabei letztendlich rumkommen wird. Auch noch storytechnisch.
was hier wer für Absichten hat. Zum Beispiel Elvis. Elvis hat sich ja mit der Ministerin auch zwischendurch mal abgesprochen. Also Elvis scheint ein ganz komisches Spiel zu spielen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, auf wessen Seite er steht. Genauso wie der Kaiser bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Er steht hauptsächlich auf der Seite seines Volkes, was natürlich für den Kaiser auch erstmal okay ist. Ich weiß aber nicht, was das für uns bedeutet letztendlich. Ob er auf uns scheißt oder nicht, um es mal auf Deutsch zu sagen, wenn es drauf ankommt. Na gut, hier hätte ich mich wahrscheinlich mal hinbeamen können, aber egal. Eine sternschnuppenreiche Nacht sorgt auf jeden Fall noch für die richtige Atmosphäre gleich im Kampf. Wo man hier noch nicht viel sieht, ne? Von irgendeinem Krieg draußen oder so. Mal gucken, ob sich das jetzt ändert. Ja. Ach ja, genau, wir hatten ja schon gesehen, wie die Abwehreinheiten hier aktiv wurden, die Abwehreinheiten der Hochentia, aber sie können anscheinend nicht viel ausrichten. Und das war die weibliche Mechon, soweit man bei einem Mechon von weiblich reden kann. Riesige Viecher auf 12 Uhr, aha. Ancient creatures that were sealed within Prison Island. They have us in their sights. Das sind aber keine Telethia, oder? Telethia sahen anders aus. Perhaps. Let's see how they like this. Was tut er? Er lichtbritzelt die Viecher, okay. Das sieht nicht so gut aus für sie. Boah, das gerade ein schönes Bild war, auch mit dem Leuchtturm und so. Prison Island is just ahead. Do we need to use the transporter? We do. But first we must unlock the seals. Seals. Okay, wir wollen da jetzt tatsächlich hin. Seals to reach Prison Island. Then a door will appear before us, showing the way. Got it. Move everyone. Okay, da herrscht schon voll der Krieg, aber wir müssen jetzt noch irgendwie zwei Tore oder zwei Siegel aktivieren, um das Tor zur Gefängnisinsel zu öffnen, auch nicht schlecht. Öffne die Tore der Schwestern. Brich das Siegel auf der Katol-Siegelinsel und bricht das Siegel auf der Soldner-Siegelinsel. Wo sind jetzt diese Quests hin? Oder sind die unter Eritmer? Ah ja, genau. Ich wollte nämlich die mal aktiv setzen. Ach so, der wurde schon als nächstes Ziel festgelegt, automatisch. Ja, dann folgen wir der ganzen Nummer hier mal. Wa? Hat auf jeden Fall gerade der Blick auf die Gefängnisinsel mit diesem ganzen Sternschnuppenregen hier. Wo ist denn die Gefängnisinsel? Ach, da hinten. Hat auf jeden Fall auch schon wieder eine gewisse Magie, muss ich sagen. Auch der Leuchtturm, der dabei steht. Das sind einfach ganz schöne Panoramen, die sie hier liefern. So. Aber genug geschwärmt und geträumt. Auf in den Kampf. Könnte ich mich hier irgendwo beamen? Doch, jetzt würde beamen gehen. Dann gehen wir mal hier hin. Ah ne, wir sind ja unten. Genau, und ach so, nee, dann kann ich mich direkt hier hinbeamen, weil hier geht's wahrscheinlich weiter. Genau. Auch auf eine Stelle, wo wir noch nie gewesen sind. Warum habe ich das hier noch nie weiter erforscht?
War das kaputt oder verschlossen? Oder ist es uns einfach nicht aufgefallen, dass es hier noch weitergeht? Aber ich glaube, sonst haben wir nichts zu stellen. Na gut, dann haben wir ja ausgerechnet das ausgelassen, wo uns dann die Haupthandlung weiterhin führt. Aber es kann auch sein, dass das hier defekt gewesen ist. Und dass es jetzt durch den Aufbruch des Kaisers oder so quasi instand gesetzt wurde. Ach guck mal, hier sind auch noch rote Ausrufezeichen. Aber hier sind noch mehr Teleporter drauf, ne? Da oben sind wir hergekommen, aber da geht es auf jeden Fall auch nochmal rüber. Das müssen wir auf jeden Fall noch erkunden irgendwann, aber nicht jetzt. Du warst der Rote. Dann hauen wir dich natürlich noch um. Aber ich finde echt, dafür, dass hier gerade der Krieg quasi auf der Gefängnisinsel tobt, ist es alles auch erstaunlich entspannt. Monstermission 1 erfüllt. Es wird ja nicht viel Hektik gemacht, ne? Weder von der eigentlichen Story her, ach ja, jetzt gehen wir nochmal eben die zwei Tore da aufmachen und so, kein Thema. Als auch von der Musik her, die hier außerhalb des Kampfes die ganze Zeit im Hintergrund dudelt. Das ist ja mehr so Entspannungsmusik. Ach so, der andere Pfad könnte natürlich die andere Insel sein, mit dem anderen Siegel drauf. Genau, neuer Reisepunkt, Söldnersiegelinsel. Dann frage ich mich, wer hier die roten Ausrufezeichen hat. Kann eigentlich nur dieser... Wow, die waren doch völlig außerhalb meines Levelsbereichs. Warum greifen die mich trotzdem an? Naja. Oh, der ist named, deswegen wahrscheinlich. Aber gut, wir konnten unsere Combo schon mal aufladen. Oh, jetzt stehe ich gar nicht mehr hinter ihm. Er greift mich an. Einmal wegducken bitte und dann können wir mal langsam, wenn wir hier richtig stehen, genau, in die Kombi übergehen. So, ich bringe ihn einmal zum Schwanken. Du darfst ihn einmal vergiften. Dann darf er ihn umboxen. Und dann ist unsere Kombo leider auch schon vorbei. Schade. Oh, das hat nicht zum Ohnmächtighauen gereicht. So, eigentlich will ich doch nur mal hier hinter. Schon wieder Time for a Chain Attack. Sollen wir es nochmal probieren? So. Du darfst dann mal das hier raushauen. Dann das. Dann ist es auch schon wieder vorbei. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich keine Ketten mache, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass es hier abbricht. Naja, egal. Er ist jetzt eh tot. Air-Schmuck und Donnerschlag und Liga-Legends. Donnerschlag hatten wir schon. Air-Schmuck hat er schon an. Und was hatten wir noch? Liga Legends war es, glaube ich, ne? Also die Lilanen sind von den Base-Stats her einfach zu gut. Ach guck mal, hier haben wir noch welche von diesen Otolchromen. Von denen brauchen wir eigentlich auch noch anscheinend welche. Vermute mal für eine Monster-Mission. Dann nehmen wir die natürlich noch mit. Genau, 5 Stück brauchen wir von denen, okay. Das wird jetzt nicht spektakulär. Aber wir machen es halt mal. Dann haben wir, glaube ich, auch fast alle Nebenquests erledigt. Ricky like fighting easy monsters. Ja, dann fighte mal weiter hier, die easy monsters. Oh, ich bin hinter ihm. Naja, egal. Ach so, es sind auch noch verschiedene hier. Oh Gott.
Nein, nicht wegwerfen. Nimm mal alles mit. Aber das muss doch dieses Fliegeviech hier sein, oder? Aber der ist auch zu weit weg, als dass ich da irgendwas hinwerfen könnte. Aber der ist das 100 Pro. Oder ist hier unten noch was? Hm, lassen wir das erstmal. So, ich tippe mal, ich muss eigentlich da hoch. Jetzt ist er doch da. Dann nehmen wir ihn doch mit. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell mit dem Damage. Gut. Easy Monsters. Let's press on. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Ich vermute mal, die restlichen Ausrufezeichen sind eh hier auf dem Weg, wo wir da letztendlich her müssen. Da kommt zum Beispiel schon einer. Ein Somatikromen. Bums, auch noch eins von drei. Okay, das sind richtig viele Monstermissionen, für die man die hier noch alle braucht. Oha, und hier sind richtig viele Monster. Kommen die jetzt alle, wenn ich einen angreife? Ich vermute es fast, ne? Aber das macht uns gar nichts. So. Also ich würde doch sagen, von hier bin ich hinter ihm. Naja, egal. Wow, da hat er gerade mal richtig einen rausgehauen, der Ricky, glaube ich, mit seinem Feuer. Da sind eigentlich alle fast draufgegangen. Also alle Gegner. Gut. Victory to Ricky. Na, komm mal da. Oh. Wir untersuchen das mal. Ah, cool. Ach, wir fahren die Dinger da hoch. Wie cool ist das denn? Okay, aber dieses andere Viech ist jetzt dann doch zu weit weggeflogen. Obwohl, kommt es gerade wieder hier hin? So, dass wir irgendwann mit dem Steinwurf mal drankommen. Na, es macht mir nicht so richtig den Eindruck. Komm doch mal hier rüber, Junge. Naja, beamen wir uns wieder runter. Und zurück. Und ich vermute mal, jetzt muss ich den anderen Beampunkt da entlang. Is it correct? Obwohl nicht den, den ich gedacht hätte. Gedacht hätte ich eigentlich geradeaus. Aber da, gut, das kann auch immer noch der sein, der mich zur Gefängnisinsel bringt letztendlich. Schauen wir mal. Ach, da wollen wir hin. Ja, dann beamen wir uns doch einfach mal direkt darüber, oder? Hier sind wir, glaube ich... Irgendwann sind wir hier schon mal gewesen. Ich glaube, einfach, als wir einfach auf Erkundungstour waren, da haben wir uns schon mal irgendwie hier hochgedreht, ne? Aber vielleicht beamen wir uns gleich nochmal auf die Insel zurück. Ich meine, jetzt haben wir so viele von den Monstern da umgekloppt. Da waren die Monstermissionen auch fast fertig. Vielleicht sollten wir die nochmal zu Ende bringen. Wie sie mir einfach mal alle nichts mehr tun.
So, da sind wir auch schon wieder oben. Ich glaube, beim letzten Mal war ich auch ziemlich verwundert, wie lange man hier rennen muss. Und wir sind doch noch nicht oben gewesen. Ey, ich bin schon wieder verwundert. Wie hoch ist das hier? Das kann doch gar nicht sein. Warum wirfst du den erst an? Der saß auf dem Boden. So, den hätten wir erledigt. Huch, da sind noch andere Gegner. Aber gut, ich glaube, die schocken uns auch nicht mehr. Und er haut wieder sein ganzes Feuer drauf. Yay, Liebe für alle. So, too easy. Jetzt können wir auch endlich das Ding hier benutzen. Das konnte man eben beim letzten Mal natürlicherweise nicht. Und damit sollte auch das zweite Ding da angehoben werden. Und wahrscheinlich ein Portal aufgehen. Da ist es. Mission erfüllt. Oh, unsere Harmonien haben sich verändert. Das ist gut, wenn sie höher geworden sind. Das heißt dann mehr Chance auf Angriffsketten. Ja, upsa, sehr gut. Die greifen uns noch nicht mal mehr an. Den Besuch der Gefängnisinsel, den schauen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal an. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.